Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, es geht wieder weiter. Ich bin gerade dabei, den Hafenbereich aus- bzw. haben etwas umgebaut und habe dabei eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Ich habe hier noch einmal die Flächen etwas verändert, habe die inneren Quadrate jetzt sind jetzt nicht 6x6, sondern 5x5. Dafür geht sich das aber hier mit dem Weg aus, weil vorher war das ein bisschen unsymmetrisch und so passt der Weg besser rein, weil er genau quasi hier anschließt. Aber was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich ganz was anderes. Dazu werde ich mal mein Inventar ausräumen. Braucht man alles nicht mit. Das können wir da lassen, das können wir da lassen. Nämlich, okay, es wird Nacht. Das heißt, wir sollten vorher noch eine Runde schlafen. No, geht noch nicht. Ja, ich habe heute wieder die Musik drinnen wieder von Monkey Island 3. Und bei den Videos, wo ich es verwendet habe, gab es bis jetzt wirklich keine Probleme. Also YouTube-seitig keine Anzeigen, dass irgendwelche Treffer wären oder so. Also das scheint wirklich so zu sein, dass man die regulär jetzt verwenden kann. Genau, ich war nämlich hier an der Stelle, habe da rumgewerkt, habe dann den Baum gefällt, die große Eiche, wo ich übrigens hatte ich auch noch nie, da ich 23 Setzlinge rausgekriegt aus einer großen Eiche. Aber was ich euch zeigen will, ist was anderes. Wie ich da rumgewerkt habe, bin ich zweimal von einem Zombie angegriffen worden. Dachte zuerst, er kommt hier von den Eichen oder hier irgendwo vielleicht. Oben, gut, da ist ein bisschen so ein Unterstand und da kommt quasi das Zombie her. Aber wenn man sich das Ganze dann genauer anschaut, so mal hier rauf, ist hier eine Höhle. Ich bin jetzt schon ewig hier an der Drachenwacht, aber dass hier eine Höhle ist, habe ich nicht gewusst. Ich habe einen Teil schon ausgeleuchtet, aber es ist nicht nur, dass hier eine Höhle ist, sondern wenn man hier runter geht, ist hier ein Spawner. In dem Fall ein Schweinespawner. Das hat mich auch überrascht. Kein Monster-Spawner, ein Schweinespawner. Muss wohl einer der Spawner sein, wie wir damals von, oder halt, wie wir Zeitrechnung 1.8 hatten. Da Mojang kurzzeitig umgestellt hat auf 1.9 und dann wieder zurück auf 1.8, waren ja alle Spawner in unserem Bereich quasi, wo wir aktiv waren, die waren ja alle inaktiv, wurden alle quasi zu Schweinespawner und haben nicht mehr funktioniert. Das ist bei dem auch, das ist ein Schweinespawner, es kommen aber keine Schweine raus. Und hier sind noch ein paar Sachen drinnen, Eisen, Brote. Das kann man nachher rausholen. Hier ist noch ein Sattel, Fäden, Eimer. Da war ich ganz überrascht, dass direkt vor der Drachenwacht noch eine Höhle ist, die ich nicht kenne. Und wo ein Spawner drinnen ist. Den müsste man quasi neu setzen und wieder bestücken, damit, um ihn zu nutzen. Das heißt, da müsste einer der Gelehrten, die sich auskennen, den wieder aktivieren. Genau, hier habe ich eine Mauer gemacht, weil dahinter geht es nämlich dann noch richtig in der Höhle rein. Und da würde ich sagen, dass wir die auch untersuchen gehen, die Höhle, dass wir uns die ein bisschen anschauen. So, wir haben Spitzhacken. Ah ja, genau, ich habe auch eine neue Spitzhacke. Weil ich war beim Tomcat zu Besuch, quasi, war jetzt offline, also jetzt nicht in den Aufnahmen,
Eben, und dann habe ich ihm eben erzählt, quasi, dass Diamanten knapp sind. Hat er mir 3 Diamanten gegeben. Ich habe meine Spitzhacke gemacht, habe die bei ihm verzaubert in seinen Spezialladen. Und dann kam genau die raus: Behutsamkeit, Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Und wenn man nimmt die alte, die ich bisher verwendet habe, die hat nur Behutsamkeit und sonst gar nichts. Und die hat gleich 3 Verzauberungen oben. Was natürlich auch ideal ist, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir schauen uns die Höhle an. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Und ob wir mit dem Werkzeug, was wir hier haben, auskommen werden. Aber ich möchte mir die Höhle auf jeden Fall anschauen. Weil eben direkt vor der Drachenwacht ist. Und wer weiß, was da sonst noch so versteckt ist. Nicht, dass da irgendwo vielleicht noch eine geheime Basis oder sonst was ist. Und wir werden die ganze Zeit schon beobachtet und wissen es aber nicht. Wie gesagt, ich habe mir nur die Anfänge angeschaut. Quasi der Höhle. Auf jeden Fall alles voll mit Skeletten. Da passt sogar die Musik jetzt ein bisschen dazu. So, da geht's überall noch weiter. So, gut, weil ich hier mal Licht machen, damit der Vorraum mal ein bisschen ausgeleuchtet ist. Dann geht's hier noch runter. Aber so richtig. Oder na, so richtig ist gut, aber da geht's runter. Dann ist hier noch was. Schauen wir mal, was wir da so entdecken können. Oh, da hinten ist Licht, sehe ich gerade. Und da beschießt uns einer, den ich aber nicht sehen kann. Ich werde mal was essen. Wo ist der? Ah, da ist er. Okay, den hätten wir auch erwischt. Dann werden wir uns da einen Gang rübergraben. Kommt wer von hinten? Nö. Okay, da geht's runter. Ich möchte gerne mal darüber schauen, wo wir da rauskommen. Das würde mich auch mal interessieren. Wohin führt diese Höhle? Ich meine, wer weiß, vielleicht war das mal ein Gang, der. Oder ein Bereich, der genutzt wurde. Weil dadurch, dass wir jetzt die neue Spitzhacke haben, kann ich die alte endlich auch mal verbrauchen. Wir brauchen sie nicht mehr reparieren, beziehungsweise wäre auch gar nicht gegangen, aber mit 30 Level hat er mir schon gesagt, nö, zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Haben wir noch Fackeln? Fackeln habe ich nicht mehr viel, das heißt, wir sollten uns auch normale Kohle holen. Noch ein paar Fackeln machen. Da überall lauern die Gesellen. Ich möchte unbedingt wissen, wo das Ganze hinführt. Müsste man eigentlich da hinten irgendwo wieder rauskommen, normalerweise. Oder wir gehen wirklich, ich glaube, wir müssen da durch die Höhle durch. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und da, okay, da ist so ein Block, wo die Viecher rauskommen. Aber ich werde vorher jetzt noch ein paar Fackel machen. Aber man findet immer wieder was. Also, obwohl ich jetzt, keine Ahnung, wie lange brauche ich jetzt schon hier, oder bin ich jetzt schon wieder bei der Drachenwacht und finde heute erst quasi,
da schießt schon wieder einer und ich sehe ihn nicht. Da oben wer? Nö. Aber wir haben ja jetzt einen Haufen von denen. Könnte ich mir einen Weg bahnen. Ach, was, schon wieder da oben? Da habe ich doch gerade seinen weggeschossen. Werden wir das anders machen? Gehen wir mal da rauf. Dann uns da mal rüber bauen. Und schauen, wohin uns die Reise führt. Machen wir wieder eine Höhlentour direkt vor der Haustür. Was natürlich einziger Nachteil ist. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob Tag oder Nacht ist und wir sind halt direkt vor der Drachenwacht. Andererseits, die eisernen Kerle haben alles unter Kontrolle, da sollte eigentlich nichts passieren. Oh, da ist ein Nebengang. Also wenn wir mal hier das markieren als Ausgang. Jetzt war ich kurz verwirrt, weil ich Pferde gehört habe. Aber das kommt von der Monkey Island 3 Musik. Okay, da kann mal nichts passieren. Da kann niemand kommen. Dann nehmen wir da die Kohle mit. Stickies haben wir noch, das heißt, wir könnten eine Fackel machen. Die können wir so mitnehmen. Dann haben wir hier noch 10. Ja. Da haben wir jetzt wieder mal eine Ladung, wenn wir zeitlang auskommen. Dann werden wir darüber schauen, was hier los ist. Okay. Hier ist, da ist Lava. Uns da drüben rüber bauen. Mal schauen, wo es da weitergeht. Ich dachte, ich hätte da hinten einen Ausgang gesehen. Mikrofon habe ich für die Aufnahme neu einstellen müssen, weil jedes Mal, wenn ich es jetzt anschließe, sind wir immer eine andere Lautstärke. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, ihr hört es mich immer noch gut, weil beim letzten Mal, da dürfte die Abmischung gepasst haben, weil Zoran gesagt hat, nö, alles in Ordnung. Dann hoffe ich, dass diesmal auch wieder passt. Oh. Mal Eisen, das werden wir auch gleich mitnehmen. Ganze Menge. So, und wenn wir mal hier durchschauen, ich habe jetzt keine Schaufel dabei, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Dann müssten wir hier irgendwo doch eigentlich wieder rauskommen. So. Ah ja, und da. Oh oh. Geht's nach oben?
Das wollte ich jetzt nicht, aber wir werden schnell eine Runde schlafen. Ah, und ich sehe gerade, ich habe den Chat nicht ausgeschalten. Das werden wir natürlich gleich korrigieren. Zurück zum Spiel. Ah ja, da oben ist ein Ausgang. Das heißt, da können wir uns eigentlich hochbauen. Und mal schauen, wo wir da drüben rauskommen. Leider habe ich kein Holz dabei, sonst könnte ich mir Leitern machen. Gut ist, durch die Lava haben wir eine Ausleuchtung. Falls wieder finster wird, kommen wir am besten hoch. Oder wir stecken uns einfach hoch. Und ich komme noch einmal mit neuem Werkzeug quasi runter. Könnten wir uns hier quasi hochbauen. Und mal schauen, wie wir da rauskommen. Ich hoffe, es schießt uns keiner runter am Weg. Und ich sag's noch, lauert da schon ein Creeper. Oh, da kommen wir raus, hier hinten. Okay, das heißt, da geht's rein, hier geht's wieder raus. Gut zu wissen. Können wir uns auch mal markieren mit Fackeln. Das heißt, wir haben direkt vor der Tür noch einiges zum Erkunden und müssen nicht unbedingt für die nächste Höhlentour irgendwie um die halbe Welt reisen, sondern es gibt tatsächlich hier noch was. Ah ja, hier habe ich auch schon ein bisschen weiter gebaut, weil hier soll ja auch noch Hafenbereich kommen. Das Ganze soll noch bis hier vorne gehen. Und dann überlege ich halt hier noch, wie hier die Schiffe anlegen. Ob man es so macht wie drüben, wo die Flunder jetzt ist. Oder ob man richtige Stege noch rausmacht. Gut, das ganze Becken muss noch alles gegraben werden, so also Haufen Arbeit. Aber wir haben doch noch ein entsprechend großes Höhlensystem, was darauf wartet, erkundet zu werden. Vielleicht hat ja jemand Lust, von den anderen Helden mit mir mal da runter zu gehen oder so. Dann könnte man sich das anschauen. Ich werde auf jeden Fall den Spawnerraum noch ausräumen, das ganze Zeugs mitnehmen, was sich da gesammelt hat. Und hier werden wir dann noch das Eisen und alles aus der Wand rupfen. So, was haben wir denn hier? Gut, Fäden nehmen wir auf jeden Fall mit. Eigentlich können wir alles mitnehmen, wir sind eh direkt vor der Haustür. Da muss man halt überlegen, was macht man mit dem Raum dann? Kann er seinen ursprünglichen Zweck wieder rückgeführt werden quasi? Auf jeden Fall haben wir hier noch einiges an Eisen, das wir noch auch mitnehmen. Mehr. Ich glaube, hier oben war irgendwo, war da oben nicht auch noch was? Na, da ist nichts mehr, da ist nichts, nö. Nö, dann
Hammer mal alles hier rausgeholt. Die Höhle, wie gesagt, würde ich mir gerne noch anschauen, aber vielleicht hat er wer Lust mitzukommen. Und ich sehe auch gerade, wir sind bei 20 Minuten. Ja, dann werde ich mit dem Blick auf die Drachenwacht hier die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Chroniken der Drachenwacht. Tschüss!